Und medial ins Rollen gebracht hat diesen Stein der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Beide Medien haben dieses Video ausgewertet und veröffentlicht. Und dazu begrüße ich jetzt telefonisch zugeschaltet Martin Knobbe vom Spiegel. Herr Knobbe, zunächst mal, Sie haben sicher die komplette Rücktrittserklärung eben auch verfolgt. Wie haben Sie diese denn empfunden? Naja, ich habe ihn so empfunden, wie es eigentlich zu erwarten ist. Ich denke, es gab kaum eine Alternative nach diesen Äußerungen in dem Video, irgendwie im Amt zu bleiben. Insofern war das jetzt so, der Akt an sich war nicht überraschend. Strache spricht in dieser Erklärung von einem schweren Fehler. Er führt das auf Alkoholkonsum zurück, er sagt aber, er habe sich rechtlich nichts zu Schulden kommen lassen. Wie sehen Sie das? Also die rechtliche Frage ist sicher sehr kompliziert. Wir haben uns ja da auch im Vorhinein vor der Veröffentlichung damit beschäftigt und haben keine eindeutige Antwort bekommen. Wir tendieren auch dazu, dass wir sagen, nachdem er zum Zeitpunkt des Videos noch nicht in einem Amt war, dass ihm ermöglicht hätte, diese Aufträge, von denen er spricht, tatsächlich zu vergeben, könnte es sein, dass er sich also strafrechtlich hier nicht schuldig gemacht hat. Es gibt andere Auffassungen, das müssen dann im Notfall die Juristen klären. Und was den betrunkenen Zustand anbelangt, das ist sicher richtig, dass da viel Alkohol konsumiert wurde. Das haben wir auch gesehen. Allerdings ist ja immer Wein oder sonstiger Alkohol auch immer ein Weg zur wirklichen Wahrheit. Also ich glaube schon, dass hier eine Gedankenwelt offenbart wurde, die real war und die jetzt nicht entschuldbar dadurch ist, dass man sagt, na, ich habe jetzt so viel getrunken und habe Sachen erzählt, die ich eigentlich nicht so meine. Das finde ich ein bisschen schwieriges Argument. Strache spricht in dieser Erklärung auch von einer Schmutzkübelkampagne und von einem politischen Attentat auf ihn, an dem Sie dann sozusagen vom Spiegel auch mit beteiligt waren. Die Frage ist deswegen natürlich auch wichtig, woher haben Sie denn dieses Videomaterial bekommen? Ja, wie immer in solchen Fällen ist es leider dann auch so, dass die Quellen sensibel sind und in dem Fall auch auf Anonymität Wert legen. Und wir haben ja auch, das haben wir auch transparent gemacht, wir können zur Motivation dieses Videos tatsächlich nichts sagen, weil wir nichts Belegbares dazu haben. Für uns war entscheidend, also es gibt, wir haben verschiedene Theorien, wir haben auch Erklärungen der Quelle, aber nachdem auch die Quelle wiederum an Vertrauenszusagen bestimmter Leute gebunden war und uns deswegen auch nicht alles offenbaren konnte, konnten wir nicht über eine zweite Verifizierung wirklich zu 100% sagen, ob diese Motivation, die uns da dargestellt wurde, stimmt. Und deswegen haben wir gesagt, wir spekulieren nicht, sondern sagen, wie es ist, nämlich, dass wir dazu nichts Solides sagen können. Und für uns war entscheidend, dass wir hier Aussagen haben, die von einer Brisanz sind und auch von einer politischen Bedeutung, die es notwendig machen, dass man sie an die Öffentlichkeit bringt, weil es sich immerhin um den Vizekanzler eines Landes handelt. Die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2017. Warum kommt das Material sozusagen gerade jetzt auf den Markt? Wann wurde es Ihnen angeboten? Also wir hatten Kenntnis davon schon vor geraumer Zeit. Wir konnten vor Monaten auch schon mal das Video einsehen. Tatsächlich, das Material haben wir tatsächlich erst vor gut einer Woche bekommen, zusammen mit der Süddeutschen Zeitung. Es ist im Journalismus halt so, dass wir nicht beeinflussen können, wann uns Material übergeben wird. Und die Motivation dahinter, die mag vielschichtig sein, aber wir können ja nur damit leben oder wir können ja nur annehmen, was wir bekommen. Und was uns wichtig war, ist, dass wir erstens überprüfen konnten, ist das Material echt, ist da keine Manipulation dahinter verborgen. Das war die Bedingung und dafür haben wir uns auch die Zeit genommen, die wir gebraucht haben. Und das Zweite ist eben, dass man sozusagen gegen recherchieren kann, was man recherchieren kann. Und zu dem Zeitpunkt, als wir wussten, wir können das jetzt veröffentlichen, weil wir diese Prüfung vollendet haben, haben wir es veröffentlicht. Ich glaube, man würde uns auch die Frage stellen, wenn wir jetzt noch länger gewartet hätten, warum wir gewartet haben. Ich glaube, wenn ein Journalist eine Information
valide und verifiziert hat, dann ist er auch qua seines Berufes gezwungen, diese dann zu veröffentlichen. Gehen Sie davon aus, dass das Material zum Beispiel auch Jan Böhmermann angeboten wurde? Denn der hat ja bereits Mitte April, also vor einem Monat etwa, für die Verleihung des österreichischen Fernsehpreises Romy gescherzt. Er hänge gerade ziemlich zugekokst und Red Bull betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rum und verhandle über die Übernahme der Kronenzeitung. Also klare Anspielungen auf die Inhalte des Videos. Haben Sie Kenntnis davon, dass eben Jan Böhmermann dieses Material auch angeboten wurde? Also sein Manager hat vor kurzem bekannt gegeben, dass es so ist, dass Jan Böhmermann das Video oder die Inhalte kannte, dass es aber nicht so gewesen sei, dass ihm das Video angeboten worden sei. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Es ist so, dass diese Begebenheit auf der Villa und auch die Existenz eines möglichen Videos nicht nur uns bekannt war. Da gab es Leute in Österreich und in Deutschland, die wussten davon. Ich glaube, die hatten nicht das Videomaterial selbst, aber sie wussten davon, dass es das gibt. Und ich denke, dass zu diesem Kreis dann wahrscheinlich auch Jan Böhmermann gehörte. Und er es in seinem Beruf als Satiriker und als Provokateur dann natürlich entsprechend genutzt hat. Nochmal zurück zu Strache, der in seiner Rücktrittserklärung ja immer wieder eben sich verteidigt hat und gesagt hat, er hätte sich nichts Gesetzeswidriges zu Schulden kommen lassen und hätte immer wieder darauf hingewiesen, dass die Sache dann auch rechtlich sauber abgewickelt werden müsse. Und er fordert deswegen auch die Herausgabe des kompletten Materials. Es handelt sich ja um ein Gespräch, das fast 7 Stunden lang war. Würden Sie das Material grundsätzlich herausgeben? Es könnten ja auch Anforderungen der Staatsanwaltschaft kommen. Ja, aber da gilt eigentlich die journalistische Regel, dass man nicht mit Behörden, sei es für welchen Zweck auch immer, zusammenarbeitet. Also wir werden das Material nicht freiwillig an Behörden herausgeben und unser Informantenschutz garantiert ja auch, dass wir das nicht tun müssen. Wir haben diese Auswahl bewusst getroffen. Wir haben sie auf politische Inhalte beschränkt, die auch relevant sind. Jetzt, wenn man sich das Amt betrachtet, das Herr Strache jetzt einnimmt. Es wurde sehr viel geredet an dem Abend. Es wurde auch sehr viel Privates, Intimes gesprochen. Es wurden andere Politiker diskreditiert. Ich glaube, Herr Strache hat das sogar selbst angedeutet in seiner Erklärung. All das haben wir rausgelassen, weil es eben die Privatsphäre von Politikern berührt. Und wir haben diese Entscheidung eben danach getroffen, was wir für das öffentliche Interesse relevant hielten. Und deswegen haben wir diese Ausschnitte so gewählt, wie sie sind. Und ich sehe jetzt keine Veranlassung, dass wir das komplette Video jetzt irgendjemandem geben sollten. Aber möglicherweise auch wegen Ermittlungen in Sachen Spendengeldern und möglicher illegaler Parteispenden. Da werden ja auch konkrete Namen genannt, zum Beispiel der des Immobiliengroßinvestors Benko, der ja auch in Deutschland sehr aktiv ist und der auch indirekt an der Kronenzeitung beteiligt ist. Er wird hier in dem Video ja von Strache als Spender genannt, aber hat ihm gegenüber offenbar dementiert, ein FPÖ-Spender zu sein oder wie Sie die Sache aus und weshalb haben Sie diese Passage dann zum Beispiel in diesem Video gelassen? Ja, es ist so, dass diese Namen fallen ja, das kann man ja in dem Video selbst sehen und Strache äußert sich da auf verschiedene Weise zu diesen Namen. Ab und zu heißt es, er werde auf diese Leute zugehen, also beschreibt eine Tat in der Zukunft oder ein Vorhaben. Ab und zu heißt es, diese Leute würden zahlen. Einmal heißt es ja, glaube ich, die zahlen an Kurz und an uns. Einmal werden konkrete Beträge genannt und einmal heißt es wiederum, es gebe Zusagen für diese Beträge. Deswegen haben wir einfach mal bei diesen betroffenen Unternehmen und Personen angefragt, die uns allesamt sehr scharf und deutlich dementiert haben, dass sie weder direkt, also dass sie direkt oder indirekt an die FPÖ gespendet hätten. Als wir Strache und Gudenus schriftlich angefragt haben, haben die auch gesagt, dass diese Unternehmer und Personen keine Spenden an die FPÖ weitergeleitet haben, sodass tatsächlich ein bisschen unklar bleibt, was Herr Strache jetzt damit meinte, ob es, wie gesagt, aber nur vorhatte, diese Leute anzusprechen oder ob er tatsächlich zusammenbekommen hat. Das konnten wir nicht abschließend klären. Deswegen haben wir sozusagen
die Aussagen so veröffentlicht, wie sie zielen, und haben aber zugleich klar gemacht, dass die Firmen das dementieren und die Unternehmen. Und ich denke aber, dass diese Frage dieses Vereins, der da angesprochen wird, sicher nochmal weitere Nachfragen lohnen würde, denn der ist ja so konkret beschrieben, dass es entweder ein Konstrukt ist, das existiert oder das geplant war. Sagt Martin Knoppe vom Spiegel. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, dass Sie Zeit für uns hatten an diesem spannenden Tag. Der Spiegel hat zusammen mit der SZ dieses Skandalvideo enthüllt und veröffentlicht. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch. Tschüss.